Heute möchte ich mal mit euch über eine der einfachsten, aber auch schönsten Nail Arts sprechen, die es so gibt, nämlich Foliendesign. Also, wenn du neu auf diesem Kanal bist, gerne Share, Teilen, Liken, Abonnieren, Glöckchen anklicken und dann würde ich sagen, let's do this. Zum Start des Jahres gibt es noch etwas Nail Art auf die Nägel und zwar Foliendesign. Wenn ihr noch nichts damit zu tun gehabt habt, werde ich euch heute etwas dazu erzählen, erklären, wie es funktioniert und vielleicht auch noch ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben. Wie immer, alle Links zu den Produkten und Beschreibungen sind unten in der Videobeschreibung drin. Genau wie die Timestamps, also da könnt ihr dann zu den Stellen springen, die euch am meisten interessieren. So, aber was ist Foliendesign eigentlich? Im Grunde braucht ihr für das Foliendesign einen klebenden Untergrund. Das kann eine Versiegelung mit Schwitzschicht sein oder, wie in diesem Fall, das Voll-Ex-Gel, was ich euch auch dringend empfehlen möchte, denn das ist genau auf die Folien abgestimmt, genau wie auf die LED-Lampe von The Gel Bottle. Also auf jeden Fall auch das Voll-Ex-Gel benutzen. Auf dieses Gel, auf diese klebende Oberfläche kommt dann die Folie. Die ist mit einer Trägerfolie behaftet und löst sich dann quasi auf der klebenden Oberfläche ab. Genau. Für mich persönlich eines der schönsten und einfachsten Möglichkeiten, euch die Nägel zu verschönern oder beziehungsweise der eurer Kunden. Da es so extrem schnell geht, ist es natürlich auch sehr zeitsparend, materialsparend und ihr habt damit auch mehr Geld in der Kasse. Zudem kommt natürlich auch, dass ihr Techniken machen könnt, die unter anderen Umständen natürlich extrem schwierig sind, wie zum Beispiel das Torti-Design, wo ihr mehrere Farben mischen müsst, in mehreren Schichten auftragen. Das fällt hier komplett weg. Einfach Folie drauf und fertig. Ich habe natürlich auch mal andere Nageldesigner befragt, was sie zu dem Thema sagen und was deren Erfahrungsberichte sind. Und da sticht das Voll-Ex-Gel mit den Folien natürlich besonders heraus, denn manche Produkte sind nicht so gut aufeinander abgestimmt, beziehungsweise die Folien kleben nicht vernünftig, das Gel ist nicht richtig abgestimmt auf die Folien und haftet nicht vernünftig. Und dazu ist ein Kommentar von der Sonja, dass sie noch nie so ein gutes Foliengel bzw. Folien benutzt hat. Natürlich habe ich auch schon mehrere ausprobiert, genau wie sie auch. Und ich muss wirklich sagen, das hier funktioniert einwandfrei und ihr werdet auf jeden Fall vom Ergebnis überzeugt sein. Noch einmal kurz zu den Produkten. Wir haben hier einmal das Voll-Ex-Gel. Das ist quasi der klebende Untergrund für eure Folie. Das wird kurz in der Lampe ausgehärtet für ungefähr 30 bis 60 Sekunden in der LED-UV-Lampe. Und dann kann auch schon die Folie drauf kommen. Hier habe ich einmal die Kollektion. Da sind 10 Folien drin. Damit seid ihr schon mal gut ausgerüstet. Und jede Folie ist 100 cm lang, also 1 Meter. Und zusammen kommt ihr damit auf 10 Meter Folie. Das heißt, ihr werdet damit auch lange auskommen. Dann gibt es natürlich auch noch einmal die Folien einzeln zu kaufen, wenn euch die Kollektion noch nicht ausreicht. Die einzelnen Folien sind dann 200 cm lang bzw. 2 Meter, also damit solltet ihr dann auf jeden Fall sehr, sehr lange auskommen. Aber genug geschwafelt von der grauen Theorie, wir starten jetzt einfach mal mit den Grundlagen zum Folien aufbringen. So, los geht's. Ich zeige euch jetzt einmal, wie das Ganze grundsätzlich funktioniert. Ich habe hier schon mal ein paar Tipps vorbereitet zum Untergrund. Es kann natürlich alles an Untergrund sein. Es kann Farbe sein, es kann Biab sein, es kann eine Modellage sein. Tipps, Schablone, alles möglich kann es sein. Wichtig ist nur, dass der Untergrund möglichst glatt, eben sein sollte. Genau, und jetzt fangen wir an, erstmal das Voll-Ex-Gel aufzutragen. Schnappen wir uns erstmal den roten. Passt ganz gut zur jetzigen Saison. Und dann tragen wir das Voll-Ex-Gel auf. Das Gel wird aufgetragen wie eine Versiegelung, also möglichst gleichmäßig, nicht zu dick und dann einfach auf den Nagel auftragen. Auch hier nicht an die Nagelhaut kommen, ganz, ganz wichtig, denn ansonsten könnte es Liftings geben. Und dann tragen wir das Ganze einmal komplett auf den Nagel auf. So. Das Ganze zieht sich von alleine glatt, also wie eine Versiegelung quasi. Und dann kommt das Ganze für
60 Sekunden in LED UV-Lampe. In der Zeit könnt ihr euch natürlich schon mal, ich nehme mal die Tipps hier aus dem Weg, könnt ihr euch schon mal eine Folie aussuchen. Da ist natürlich euch überlassen, was ihr da nehmt. Ich nehme jetzt hier einfach mal die goldene. Da das natürlich sehr lange Folien sind, schneidet euch am besten ein Stückchen ab, damit ihr nicht irgendwie die Folie zerknittert oder so. Einfach hier so ein Stückchen abschneiden. Und damit können wir dann auch schon arbeiten. Wie gesagt, möglichst nicht knittern die Folie. Immer schön zusammenrollen am besten. Ist mit Handschuhen natürlich etwas fummelig. Ist das Ganze dann ausgehärtet in der LED-UV-Lampe? Hier würde ich euch natürlich auch die von J-Bottle empfehlen, denn die ist genau auf die Gele bzw. auf das Foil-X-Gel abgestimmt. Schnappt ihr euch eure Folie, natürlich mit der richtigen Seite, das ist die matte Seite. Und dann fangt ihr an, das Ganze aufzutupfen. Ganz wichtig ist auch, die klebende Oberfläche nicht abklären, denn die brauchen wir, damit die Folie klebt. Und dann ganz einfach, je nach Designwunsch, könnt ihr jetzt die Folie hier auftupfen. So, und das war eigentlich auch schon die große Kunst daran. Die Folie ist drauf. Und jetzt können wir das Ganze schon versiegeln. Zum Versiegeln, ich empfehle euch den Clear Rubber Top. Warum? Ganz einfach, die leichten Unebenheiten, die die Folie hinterlassen, das heißt, es gibt minimale Erhöhungen und Vertiefungen, die lassen sich mit einer normalen Versiegelung schlecht ausgleichen. Deshalb benutze ich hierfür gerne den Clear Rubber Top. Denn der ist sehr honigartig bzw. sehr dickflüssig und dadurch lassen sich diese kleinen Erhebungen wunderbar ausgleichen. Ihr habt dann kein Problem mehr mit irgendwelchen Hubbeln auf dem Nagel, dass es uneben aussieht oder irgendwie sowas. Der zieht euch alles glatt. Ihr könnt natürlich auch den Extreme Shine benutzen, das ist dann euch überlassen. Ich denke, wie ihr Versiegelung auftragt, das brauche ich euch nicht mehr erklären. Natürlich nicht an die Nagelhaut kommen, ihr kennt das Ganze. Schön satt auftragen. Ist natürlich etwas gewöhnungsbedürftig, da er etwas dicker ist als normale Versiegelung. Aber der ist natürlich super, um solche Sachen auszugleichen, wie French oder hier in diesem Fall leichte Erhöhungen oder bei Glitzer zum Beispiel. Den Clear Rubber Top würde ich immer noch mal etwas arbeiten lassen, das heißt ihn sich von alleine glatt ziehen lassen, denn da habt ihr natürlich eine wunderschön glatte Oberfläche dann zum Schluss. Und dann kommt das Ganze natürlich wieder in die LED-UV-Lampe, auch wieder 60 Sekunden bei Versiegelung. Der Clear Rubber Top ist ohne Spitzschicht, genau wie alle Versiegelungen von der J-Bottle und dann seid ihr eigentlich auch schon fertig nach dem Aushärten. Nach dem Aushärten das Ganze natürlich wieder 10 bis 20 Sekunden abkühlen lassen, bevor ihr da mit Öl drauf geht, denn so bekommt ihr den perfekten Glanz hin. Ich habe hier natürlich etwas viel Folie abgeschnitten, das könnt ihr auf jeden Fall noch zur Seite legen und eventuell weiter benutzen, denn für einen Nagel war das auf jeden Fall zu viel abgeschnitten. Da die Folie natürlich nur da klebt bzw. aufgetragen werden kann, wo auch das Foil-X-Gel ist, könnt ihr natürlich auch umgekehrt arbeiten. Das heißt, ihr tragt da Foil-X-Gel auf, wo ihr die Folie haben wollt. Hierzu würde ich euch einen feinen Pinsel empfehlen. Ich benutze hier den Detail-Pinsel von The J-Bottle. Ist wirklich ein schöner, feiner, sauberer Pinsel.
Mit dem könnt ihr wunderbar feine Linien zeichnen. Und dann tragt ihr das 4X-Skill da auf, wo ihr es haben wollt. Da könnt ihr natürlich ein French machen. Ihr könnt einfach Linien ziehen. Ihr könnt irgendwelche Motive aufmalen. Das ist dann natürlich euch überlassen, was ihr machen wollt. Ich versuche jetzt hier einfach mal ein paar Linien. Dann das Ganze natürlich auch wieder für 60 Sekunden in die LED-UV-Lampe. Wichtig hierbei ist, dass der Untergrund auf jeden Fall schon versiegelt ist und abgecleanert ist. Ich habe jetzt hier die Extreme Shine Versiegelung von der J-Bottle genommen, denn die hat keine Schwitzschicht. Das heißt, das spare ich mir dann schon mal als Arbeitsschritt. Denn die Folie klebt nur da, wo auch das Foil-X-Skill ist. Das heißt, wenn überall eine klebende Oberfläche ist, dann klebt die Folie natürlich auch überall. Ich nehme jetzt hier einfach die Folie, die ich noch von dem anderen Design hatte, und dann tragen wir diese natürlich einfach auf den Nagel auf. Hier ist es besonders sinnvoll, den Clear Rubber Top zu verwenden, da der Höhenunterschied besonders groß ist. Diesen könnt ihr hier etwas satter auftragen, damit sich das Ganze besser ausgleicht. Noch ein kleiner Tipp am Rande: Wenn ihr den Clear Rubber Top etwas satter auftragt, dreht den Nagel am besten einmal um. So kann das Ganze nicht in die Ränder laufen und der Clear Rubber zieht sich richtig schön glatt. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, eure Folie zurechtzuschneiden. Dafür braucht man natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber da ihr Nägel macht, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass ihr das habt. Eine Schere, eine schöne feine Nagelschere am besten, eine Pinzette wäre auch super, und dann können wir eigentlich auch schon loslegen, wieder das Foil-X-Gel aufzutragen. Und zwar tragen wir das diesmal wieder komplett auf den Nagel auf. Auch hier, wie ich vorhin schon gesagt habe, möglichst bei der Kundin oder bei euch, wie auch immer, nicht an die Nagelhaut kommen. Ganz, ganz wichtig. Bei den Tipps sieht man das natürlich jetzt schlecht. Alles einschmieren. Und dann kommt das Ganze wieder für 60 Sekunden in die LED-UV-Lampe. Auch hier werde ich wieder die goldene benutzen, natürlich, denn da ist noch ordentlich was von übrig. Zurechtschneiden muss ich euch ja nicht erklären, wie das funktioniert. Schneidet euch die Form zurecht, die ihr haben wollt, ob es jetzt ein Blitz ist, ob es jetzt ein Kreis ist oder wie hier so eine Art Pfeil, Pyramide, ich weiß es nicht. Und dann kommt das Ganze gleich auf den Nagel drauf. Und dann wieder aus der Lampe raus, natürlich wieder nicht abcleanern, ganz, ganz wichtig. Und dann schnappt ihr euch eine Pinzette und legt das Ganze dorthin, wo ihr es haben wollt. Natürlich auch wieder mit der richtigen Seite. Sollte direkt perfekt sitzen. Dann könnt ihr euch einen Dotting-Stick nehmen und das Ganze vorsichtig gleichmäßig andrücken. Wenn ihr ein bisschen auf den Nagel kommt, ist nicht schlimm, denn wir versiegeln das Ganze ja nochmal. So, dann das Ganze wieder abziehen. Und schon habt ihr das Motiv drauf, da wo ihr es haben wollt.
Das könnt ihr dann natürlich auch wieder versiegeln mit einer Versiegelung eurer Wahl. Ich empfehle euch auch hier wieder den Clear Rubber Top. So, kommen wir zum Torti-Design. Eines der Designs, was mit am längsten dauert, denn ihr müsst verschiedene Farben anmischen, aufeinander auftragen, aushärten zwischendurch. Dauert ewig und ist echt ätzend. Aber wir haben jetzt hier diese praktische Folie, an der ich euch auch noch mal kurz zeigen kann, wo ihr am besten erkennt, was unten und was oben ist. Also ihr seht jetzt hier, glänzt es so recht stark. Und hier ist es so ein bisschen matter. Also wenn ihr das so mal gegen das Licht haltet, dann erkennt ihr das eigentlich ganz gut. Also die mattere Seite ist auf jeden Fall die untere Seite, die kommt auf den Nagel drauf. So, ich habe jetzt hier schon Foil-Ex aufgetragen. Einmal komplett auf diesen roten Nagel. Was ihr da als Untergrund nehmt, ist natürlich euch überlassen. So, Tortifolie versuche ich jetzt mal möglichst flächendeckend aufzutragen, was natürlich immer so ein bisschen tricky ist. Und dann legen wir doch direkt mal los. Fangen wir hier auf der Seite an. Und dann immer schön gleichmäßig andrücken. Da der Nagel gebogen ist, wo es ist, und die Folie natürlich eine gerade, glatte Folie ist, ist es immer ein bisschen schwierig, sowas auf den Nagel zu kriegen. Aber wenn ihr euch die richtige Stelle aussucht, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Also die richtige Stelle auf der Folie. So. Und dann ziehen wir das Ganze einfach mal ab. Wenn ihr vollflächiges Foliendesign auftragen wollt, dann achtet auch darauf, dass ihr mit dem Foil-Ex die Ränder bzw. die Kanten schön mit ummantelt, damit da dann auch Folie hinkommen kann. Falls ihr jetzt so kleine Stellen habt, wo ein bisschen Schwarz fehlt, das könnt ihr super mit dem Jet Black ausmerzen. Das habe ich hier. Das ist nämlich auch das Schwarz, was ich für die anderen Nägel verwendet habe. Und das Rot, was ich verwendet habe, falls euch das interessiert, das ist die Diva. Ein sehr, sehr schönes Rot, was ich auch immer wieder gerne verwende, beziehungsweise meine Frau immer gerne auf den Nägeln hat. So, ja, ich würde sagen, das versiegle ich doch direkt mal. Auch wieder mit dem Clear Rubber Top und dann war es das eigentlich auch schon mit unserem kleinen Folienvideo. Und das war es auch schon mit diesem kleinen Video im Foliendesign. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben können. Aber einen Tipp habe ich natürlich auch noch für euch, wie ihr das Ganze an eure Kunden verkaufen könnt. Sehr smarte Idee von Sonja ist, das Ganze erstmal auf einem Finger der Kunden umsonst anzubieten. So könnt ihr die Kunden etwas locken und natürlich den Kunden dafür begeistern, sich die kompletten Nägel machen zu lassen. Natürlich, jeder weitere Nagel kostet etwas Geld. Aber das war's natürlich. Seid auf jeden Fall kreativ. Wenn ihr was Schönes gezaubert habt, dann verlinkt uns doch gerne bei Instagram auf eurem Bild und wir gucken uns das Ganze natürlich sehr gerne an. Ansonsten share, teilen, liken, abonnieren, Glöckchen anklicken, auf den Social Media Kanälen vorbeischauen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chris.